Hey folks, today I just want to leave some first impression words to the Seat Leon Cupra 290, which I'm currently testing. And if you're rude, you could be saying, this is not really a facelift, they've just redone the engine with 10 horsepower more, a bit better exhaust sound it's supposed to have, and they just added some colors, so it's not a big change. But honestly, I'm really amazed how those three things, more or less, change the character of the whole car. Starting off with the engine, of course it is very, very hard to say, okay, the 10 horsepower is something that you really feel in your everyday life, but I did an acceleration run on the Autobahn and the time is faster than what I tested with the Seat Leon Cupra 280 in the summer time frame last year, and I will also put up maybe a comparison video so you can see the differences on that. Secondly, the exhaust sound, and I think this is the major, let's say, downside that the previous generation Cupra had, because it had always the 300 horsepower engine, but on the other hand the sound was not really on the louder side. And if you compare it to a Golf R, if you compare it to an Audi S3, something like that, even a Scirocco R, it was always quieter and not as sporty. This time they've really, really done it right. So they have modified the whole exhaust system. So the back axle exhaust has changed, and I actually thought they deleted the middle section of the muffler, but they didn't delete it, but it is further modified. So the whole exhaust sound overall is a lot louder and a lot more aggressive. It is not an active valve exhaust this time, so you cannot change it between loud and quiet, but overall I think they have really, really done a great job, and they changed the whole character of the car was that. I also believe that changing the muffler really makes a difference for the throttle response. So coming back to the power delivery, I believe that this is actually the main reason why you feel it from a subjective feeling, that this car goes forward more instant in that case. Comparing the sound to, for example, in Golf R and Audi S3, of course, let's say in the mid-ranges, the Golf R and then S3 probably has its advantages because they have this active valve and they can open and close. But in the high revs, if you really deliver full power, this is equally loud as a Golf R and really, really gives a nice sound when upshifting. Some of you say, okay, this is just the fart that the DSG is having. I would consider that this is sounding a lot better in real life than it really does on the videos. And if you're going through a tunnel, we were just yesterday in Stuttgart and going through several tunnels that they have there, and I was doing some up and down shifts, but and the upshift crack is amazingly loud on this one. It's almost like the sound of an A45 AMG, and even the downshifts that is, you're lifting the throttle and it's some burble coming out of the exhaust and pops and crackles, is really, really, really nice. And this is the way a 300 horsepower hot hatch is supposed to sound. The third portion that I haven't even talked about is the color combination. So this car, and you will see it in the other videos, is having this blue pearlescent paint from the outside, plus the orange performance pack, which is having orange wheels and orange mirrors. It is an amazing color combination. And although you might think, okay, this is just for somebody that's just want to show off and it's not the color combination that you would really buy and you can resell the car, I got so many positive feedback on this color combination. I mean, people in the office, people that are looking at you at the street, everybody says, well, it is a quite nice color combination. Of course, everybody says it's something for young people. But on the other hand, this is the kind of people that buy this car. I mean, we are the kind of people that buy this car, our car. And if our shoes and if our hoodies or whatever have an orange portion on it, why not putting this also on the car? So I really, really love it. And I think it is from a visual appearance compared to the price that you pay for the car, it is already my car of the current season and of the year, because I never had so much fun. And it's a very, very round package. So it's not over-promising. The car has spectacular looks, but on the other hand, it's also delivering serious performance. Yesterday, I even did almost 280 kilometers per hour on the Autobahn. I don't know if it's limited the car, but it's amazing how it actually goes forward. Okay, 280 kilometers, of course, based on the speedo, not GPS speed. So overall, this is my first impression. I hope to show you more footage of the Cupra within the next days, and I hope you enjoy that. And now continue. Let's continue with the same stuff in German here.
So, moin Leute. Das Ganze jetzt für euch auch nochmal auf Deutsch. Ich möchte mal meinen ersten Eindruck zum Seat Leon Cupra 290 geben, mit dem ich jetzt seit ein paar Tagen gefahren bin und auch schon einige Videoaufnahmen gemacht habe. Wenn man jetzt böse wäre, könnte man sagen, okay, der Cupra 290 ist ja nur eine Marketing-Sache, 10 PS mehr, ja, wer kann die schon fühlen, soll angeblich einen besseren Auspuffsound haben, okay, und jetzt noch ein paar neue Farben, das ist ja noch nicht mal ein richtiges Facelift. Und ist das überhaupt lohnt, sich das Auto nochmal im Detail anzugucken? Ich würde sagen, auf jeden Fall. Weil diese drei Punkte geben dem Auto wirklich einen komplett anderen Charakter. Meine zumindest. Ich bin ja letztes Jahr den Cupra 280 als ST, also als Kombi gefahren, auch mit Performance Pack und Orange Parts an der Seite quasi wie hier. Und das Auto hat mir schon sehr, sehr viel Spaß gemacht, aber hier sind wirklich diese drei Elemente, die das Auto nochmal, dem Auto nochmal einen komplett anderen Charakter geben eigentlich. Fangen wir mal mit der Leistung an. Natürlich kann man sich jetzt drüber streiten, kann man die Leistung wirklich messen und kann man die Leistung wirklich, diese Mehrleistung wirklich spüren. Ich finde insbesondere in Bezug auf Antritt, also das heißt noch weniger Turboloch, noch vehementerer Antritt, merkt man schon spürbar, dass hier ein Unterschied stattgefunden hat. Nun ist das natürlich auch der Dreitürer hier, der noch ein bisschen leichter ist, aber ich bin sehr zufrieden damit, wie das Auto nach vorne geht und wie der wirklich zupackt in allen möglichen Situationen. Aus meiner Sicht nochmal wirklich ein Fortschritt zum 280er Vorgänger. Die nächste Sache, da dreht es sich natürlich alles um Auspuffsound. Da wurde ja auch in diversen Foren schon sehr, sehr viel zu diskutiert und ich kann wirklich nur sagen, dieses Sound-Upgrade lohnt sich absolut, was die hier drunter gepackt haben. Es ist auch aus meiner Sicht ein Grund, von einem 280er auf einen 290er zu wechseln, auch wenn das viele von euch wahrscheinlich jetzt nicht hören wollen. Es ist wirklich so, dass wir jetzt hier zum ersten Mal einen Sound haben, der 300 PS-Klasse irgendwie gerechtfertigt ist. Der Vorgänger war ja immer so ein bisschen fad, gerade im Vergleich zum Golf R, zum Audi S3, die mit dem Klappenauspuff natürlich deutlich mehr machen, war das nichts. Aber dieses Fahrzeug ist wirklich klasse abgestimmt. Die haben einen neuen Endschalldämpfer drunter gepackt. Die haben, ich dachte eigentlich immer, die hätten den Mittelschalldämpfer komplett weggenommen, aber haben sie gar nicht. Ich habe gerade nochmal drunter geschaut. Der Mittelschalldämpfer ist tatsächlich noch vorhanden, aber modifiziert. Und dadurch ist die Gesamtlautstärke der Abgasanlage, insbesondere in hohen Drehzahlen, Minimum vergleichbar mit dem, was ein Golf R oder was auch ein S3 macht. Interessanterweise ist der Sound sehr, sehr ähnlich zum aktuellen Audi TTS. Also von vielen Leute, die den schon mal in echt gesehen haben, das ist wirklich ein beeindruckendes Fahrzeug mit sehr, sehr lauten diesen Cracks beim Hochschalten. Viele sagen natürlich, das hört sich mal an wie so ein Furzen. Da muss ich aber wirklich dazu sagen, das ist auf dem Video meistens nicht so schön und cool zu hören, wie das tatsächlich in Wirklichkeit ist. Also in Wirklichkeit hat man diesen marktdurchdringenden Ton, man hat da mehr Bass dabei, klingt teilweise in manchen Situationen vielleicht immer noch ein bisschen lustig, aber insgesamt kann man sagen, dass dieser Sound schon wirklich was Besonderes ist und viele Leute drehen sich auch immer noch danach um und denken sich, boah, was kommt denn da jetzt? Zusätzlich zu dem Hochschall-Sound, der wirklich, wirklich super laut und geil ist, also laut würde ich auch schon sagen A45-Niveau etwa, wenn der hochschaltet, zumindest in gewissen Situationen, kommt eben dieses Knallen und Röcheln, wenn man vom Gas geht. Das haben die wirklich nochmal richtig schön gelöst hier, trotzdem es keine Klappenauspuffanlage gibt. Und das ist auch etwas, was der Golf R und der S3 und auch der TTS eigentlich nicht wirklich können. TTS fängt so ein bisschen damit an, macht das auf jeden Fall besser als die beiden anderen 300 PS-Varianten, aber hier ist es eigentlich noch viel extremer und der knallt richtig schön raus. Habt ihr wahrscheinlich schon im Pure Sound Video gesehen, was ich hochgeladen habe. Dritte Komponente, warum man wechseln sollte, so in etwa, ist die Farbkombination. Jetzt ist hier sozusagen das Einzige, was hier neu ist, ist eigentlich diese Farbe, dieses Blau in Kombination mit dem Orange. Und ich muss aber ganz ehrlich sagen, das ist der absolute Knaller. Man kann natürlich jetzt auch argumentieren, ja, das ist nur was für junge Leute und das würde ich mir nie kaufen, weil Wiederverkauf schrecklich oder was auch immer. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube noch nicht mal, dass der Wiederverkauf darunter leiden würde. Diese Farbe hat so ein positives Feedback von vielen, vielen meiner Kollegen und auch Leuten gegeben, die ich getroffen habe. Und alle haben immer gesagt, ja, das finde ich ja wirklich gut. Und vor allen Dingen auch Frauen und Männer. Also wie viele Frauen darauf mich angesprochen haben und gesagt, wirklich, ist das dein Auto? Ist aber eine schöne Farbe, ist eine tolle Kombination. Muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich nicht gedacht. Und als ich das Auto entgegengenommen habe, habe ich auch gedacht, Wahnsinn. Also das ist wirklich mal ein absoluter Knaller, dieses Tiefenblau. Und ihr könnt das auch wirklich auf den anderen Videos und auch auf den Bildern, die ich bei Facebook noch hochlade, hoffentlich einigermaßen sehen.
was für einen geilen Effekt diese Farbe hat. Und definitiv, wenn ihr gerade dabei seid, euch einen Seat Leon Cupra zu bestellen, guckt mal irgendwo, ob ihr vielleicht nochmal einen Händler findet, der das in den nächsten Monaten so ein Auto hat, und guckt euch das wirklich mal in echt an. Das kann ich nur absolut empfehlen. Und wenn man dann vielleicht sagt, okay, man geht nicht mit den orangenen Felgen, sondern mit den schwarzen vom Performance Pack, wäre es ja vielleicht auch in Ordnung. Aber mit Orange ist das einfach nur grandios, wie so ein richtig guter, sag ich mal, Sportschuh oder Laufschuh, den man sich heute so kauft in solchen knalligen Farben. Gut, das soll es erstmal gewesen sein, bevor ich mich hier textmäßig absolut verewige. Wir werden in den nächsten Tagen noch ein paar Videos hochladen. Drive and Sound folgt vielleicht nicht in kompletter Länge dieses Mal, aber ein bisschen was haben wir auf jeden Fall vorbereitet. Und dann freue ich mich auf alle möglichen Diskussionen zu diesem spezifischen Fahrzeug. Macht's gut. Ciao.